So, was sehen wir hier? Weihnachtszeit 2020 in Nürnberg. Hier sehen wir die Kinderweihnacht, Kinderweihnachtsmarkt. In der Mitte ein großes historisches Karussell. Drumherum lauter Fressbuden, um den Stand vom Playmobil. Und da die Straße lang links und rechts sind auch lauter Stände mit Spielzeug und Essen und was man so macht. Also sonst. Hier sehen Sie das Narrenschiff. Und nach links gesehen säumen sich zwischen lauter Buden und Glühweinständen und Zeug und Bohr. Die Richtung geht am Admiral vorbei, Richtung Hauptbahnhof. Ah, bis zum Hauptbahnhof kann man überall Glühwein saugen. Und da rechts runter der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt. Vollgestopft mit Leuten die Gasse. Man sieht gar nicht den Markt von hier aus, normalerweise. Und ja, das schauen wir uns mal näher an. Hier mitten im Epizentrum des weihnachtlichen Nürnbergs. Wie immer riesige Christbäume vor der Frauenkirche. Der große Hauptmarkt mit dem Rathaus und im Hintergrund den schönen Brunnen. Kann man heute direkt mal sehen von hier aus. Da vorne ist eine Bühne aufgebaut. Der Kinderchor von der Peter-Hähnlein-Schule singt gerade irgendwelche Weihnachtslieder, grölt's raus. Meine Frau und ich haben schon drei alkoholfreie Glühwein-Intus. Alles super. Hier. Man kommt kaum durch, links und rechts die Budenstände oder auch nicht. Jawohl. Wir sind jetzt am Markt der Partnerstädte. Wie man sieht, das Ensemble ist heute anders als die letzten Jahre. In der Mitte mehr mit Tische und Bänke. An den Seiten dafür nichts. Ein bisschen trist. Das Bratwurst-Röstlein sieht auch etwas geschlossen aus. Ja, Markt der Partnerstädte. Ist ein wenig speziell. Es gibt Sachen, die kann man trinken, die muss man nicht trinken. Aber man kann es probieren. Immer wieder lecker. Und jetzt schauen wir mal vor zum Stand von der Mutra. So, Blick vom alten Rathaus runter zum Hauptmarkt. Auf der linken Seite wäre der Stand von der Mutra. Da verkaufen wir Sachen von der Schmuckwerkstatt. Rechts steht die Kutsche auf für die Kutschfahrten. Oh, da kommt eine Kutsche. Ah, ohne Pferde außen. Dann raufwärts Richtung Burgberg kommen wir am Bratwursthäusle vorbei. Da ist oft irgendwie so eine Männergruppe, die singt oder sonst was spielt. Und darauf geht es zur Kaiserburg, wo man einen wunderschönen Blick über das weihnachtlich berauschende und berauschte Nürnberg genießen kann. Ah, und da kommen schon die Ersten, die das genießen wollen. So, ich stehe jetzt direkt vor dem schönen Brunnen und ich sehe nichts, weil meine Brille saumäßig beschlagen ist. Ich drehe mich mal um. Dann könnt ihr sehen, wunderbar, wie das halt so ist. Diese Zeiten sind beschlagen. So, und jetzt stellen wir uns mal gemeinsam alle ganz fest vor, dass da oben auf der Balustrade der Frauenkirche das Christkind steht und gerade sein Prolog hält. Wir müssen die Kamera eigentlich so über die Menschenmassenköpfe halten und über uns, hinter uns sehen alle Leute nur auf das Handy-Display. Nein, das ist nicht lustig. Also, da vorne steht jetzt das Christkind. Genau da. Wunderbar. Und man erkennt es schon am Ochsen. Wir sind auf dem Weg zur letzten Station unserer Christkindlesmarkt-Tour. Und zwar zur berühmten, größten Feuerzangenbude der Welt. Da die Stufen runter und ich kann schon richtig brodeln und blubbern hören. Wir sehen uns gleich wieder. So, gleich sind wir da. Spitzen wir mal ums Eck. Jawohl. Hier, die größte Feuerzangenbude der Welt. Normalerweise da auf diesem Platz bei dem Baum. Dicht gedrängt sitzen die Leute auf den Bänken, stehen an, essen ihren Langosch. Und da auf der anderen Seite sehen wir auch die Liebesinsel. Die weiß nicht, was da für Leute rumhängen, aber das macht nichts. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Christkindlesmarkt-Tour angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stellt euch vor, wie schön das ist. Und in diesem Sinne, nächstes Jahr sehen wir uns hoffentlich mit gefüllten Plätzen wieder.